Ja, liebe Zuschauer, für alle, die sich jetzt fragen, was das hier soll. Wir waren eben auf dem Rathausmarkt. Dort hat die Initiative Unser Hamburg, Unser Netz symbolisch einen großen Stift für den Volksentscheid am 22.09.2013 und hat ein Jahrkreuz angekreuzt. Das heißt, die Energienetze werden wieder in die Hände der Stadt Hamburg fallen und wir trauern darum, wir sind die Trauergemeinschaft, weil wir haben Wacken verliebt gewonnen in den langen Jahren der Betreuung dieses doch uns sehr ans Herz gewachsenen Energiekonzerns und es scheint wirklich ganz so zu sein, als wären die Hamburger diesen Energiekonzern gut oder nicht gut. Na, wir trauern um Wattenfall, wir trauern um Wattenfall. Immer was? Aber mit Geld oder Öko? Schlecht Öko, schlecht Geld, ja, schlecht Atom. Geld. Ja. Ja. Wechseln. Welche kannst du nicht sagen, Also das Problem ist, ich greife euch ja gar nicht an. Ne? Das muss man ja auch nicht sagen. Ich traue auch um Wacken. Genau, deswegen, ja, warum soll ich denn nicht filmen, wenn das kein Angriff ist? Ja, aber ja, wenn kein... Sie können doch filmen. Ist doch alles gut. Aber ja, ich meine, warum? Sie müssen mich doch deswegen nicht so anfeuern. Genau. Ja, also das ist mein Plan. Ich habe normal mit Ihnen gesprochen. Genau. Ja. Ich bin auch immer gesprächsbereit. Ja, dann ist doch super. Genau. Das ist ja in Ordnung. Genau. Und Sie sind alle herzlich mit eingeladen, schon heute am 19.09. um Vattenfall zu trauern, die Energienetze der Stadt Hamburg verlieren werden an die Bürgerinnen dieser Stadt. Das ist sehr schade, weil wir haben Vattenfall in den langen Jahren ihrer herzlichen Betreuung sehr lieb gewonnen. Er ist uns als Energiedienstleister regelrecht ans Herz gewachsen und wir fragen uns, wie wir überhaupt ohne sie hier Energie produzieren wollen. Wahrscheinlich gehen die Lampen aus. Wir werden im Winter in der Kälte sitzen und deswegen trauern wir heute schon
drei Tage, bevor sie die Energienetze verlieren werden. Ich bin der Prophet von Vattenfall und es wird kalt werden und dunkel in dieser schönen Stadt. Wir trauern heute hier um Vattenfall, die Energiedienstleister dieser Stadt, der leider seine Energienetze wahrscheinlich verlieren wird am Volksentscheid, an diesem Wahlsonntag am 22.09. Deswegen ist heute schon für uns ein Trauertag. Wir trauern heute um Vattenfall, unseren ans Herz gewachsenen Energiedienstleister dieser Stadt. Er wird leider die Energienetze verlieren. Und die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, die am Wahlsonntag am 22.09. für Ja stimmen werden, trauern Sie mit, seien Sie dabei, damit die Trauer am Sonntagabend nicht ganz so groß sein. Und Sie sind in Ihrer Trauer und Ihrem Schmerz nicht allein. Sie können hier mit uns vor der Kundenzentrale von Vattenfall in Hamburg mittrauern. Wir laden Sie ein, mitzutrauern um Vattenfall, unseren Energiedienstleister in Hamburg, der jetzt in langen Jahren steter Knechtschaft ans Herz gewachsen ist, dem wir gerne unser Geld geben. Und der immer steht, unsere Häuser mit Wärme und Strom versorgt hat. Wir trauern heute um Vattenfall, die leider ihre Traurigkeit in dem ganzen Ausmaß noch gar nicht begreifen können. Und deswegen laden wir Sie ein, heute schon mitzutrauern. An diesem herrlichen Donnerstag in der schönen Sonne. Wer weiß, was am Sonntagabend für ein Wetter ist. Zu der großen Trauer auch noch Regenwetter. Den wollen wir doch vorbeugen. Und deswegen laden wir Sie ein, um Vattenfall zu trauern. Schon heute, am 22.09.2013, wird Vattenfall den Volksentscheid verlieren. Die Energienetze werden wieder zurückfallen an die Bürgerinnen und Bürger unserer schönen Hansestadt Hamburg. Deswegen stehen wir hier und trauern bereits heute um die Größe des Schmerzes und die Tiefe des Schmerzes schon vier Tage vorher bereits einzugehen, bestimmt und rein auf den Schmerz. Wir wollen uns regelrecht auf den Schmerz vorbereiten, damit wir uns am Sonntagabend nicht mit voller Gewalt und Wucht treffen können. Deswegen laden wir heute schon ein, diese Trauer um unseren Energiedienstleister Vattenfall. Nee, wir sind nicht mit unserem Hammer unser Netz. Nein, nicht, dass das in falsche... Das ist eine reine Kunstaktion. Genau. So, und jetzt gucken wir mal, was der Herr Kleimeier dazu sagt. Ja, einen schönen guten Tag. Jules Fernmann-Name von Utopie TV. Sie sind bestimmt ein Begriff hier in Hamburg. Wir stehen gerade vor Ihrem Kundenzentrum und es gibt hier eine spontane Aktion. Und ich wollte mich erkundigen, ob Sie mir eine Pressemeldung dazu geben würden oder eine Stellungnahme von Vattenfall Ihres Hauses dazu. Ich beschreibe Ihnen das mal kurz. Also es steht hier vor Ihrem Kundenzentrum ein kleines Holzkreuz und darauf steht RIP für Rest in Peace und dann Vattenfall und das Datum 22.09. Damit wird sicherlich gemeint sein, dass Vattenfall am 22.09. den Volksentscheid verlieren wird und eben auch ihre Energienetze. Was sagen Sie dazu? Die Entscheidung der Hamburger Bürgerinnen und Bürger ab. Und wie ist Ihre Meinung dazu, jetzt aus dem Hause Vattenfall? Ist das nicht schon zu verfrüht, jetzt schon um Vattenfall zu trauern? Wie sehen Sie das? Wir haben in den über 100 Jahren, die wir das Netz in Hamburg jetzt betreiben, sehr gute Arbeit gemacht. Wir haben eine hohe Versorgungssicherheit in Hamburg, deutlich besser als der Bundesdurchschnitt. Also in Hamburg sind die Haushalte beispielsweise nur rund 13 Minuten ohne Strom im Jahr, im Bundesdurchschnitt sind das 15. Also wir haben einen hohen Grad an Versorgungssicherheit. Wir investieren sehr viel in die Netze. Wir investieren auch in die Zukunft der Netze, also in intelligente Netze. Wir haben etliche Pilotprojekte hier in Hamburg laufen, sodass wir ganz zuversichtlich sind, dass wir auch in Zukunft dieses Netz noch betreiben können. Gut, Sie sagen, seit 100 Jahren machen Sie das hier in Hamburg. Da möchte ich aber kurz einhaken. Davor gab es ja noch die HEW, also Vattenfall ist ja deutlich kürzer hier in Hamburg. Was sagen Sie dazu? Wir sind ja Rechtsnachfolger der HEW. Gut, also wenn ein Konzern einen anderen kauft, dann kann er immer behaupten, dass er schon so lange am Start ist, oder wie läuft das? Wir sind ja auch zum großen Teil noch, was unsere Mitarbeiter angeht, die sind ja zum großen Teil noch bei der HEW gewesen und sind dann auf Vattenfall, sind jetzt Vattenfall-Mitarbeiter. Natürlich, das ist letztlich das gleiche Unternehmen, es ist ein anderer Eigentümer. Und wann wurde dieses Eigentum gewechselt? Vor wie vielen Jahren war das? Das war Anfang der 2000er. Gut, das heißt, Vattenfall ist also seit 10 Jahren etwa in Hamburg am Start und nicht seit 100? Nein, das ist ja, die HEW gehört seit gut 10 Jahren zu Vattenfall. Aber HEW oder Vattenfall
Also war Vattenfall ist rechts Nachfolger der HIW. Wir haben die Unternehmen übernommen mit den Mitarbeitern und allem. Vattenfall kommt ja von Wasserfall. Korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege. In Schweden selber betreibt Vattenfall ja als Staatskonzern etwa 98% seiner Stromversorgung regenerativ. In Deutschland sieht das leider die Zahl etwas anders aus. Korrigieren Sie mich, Sie liegen da bei 8,5%. Ich habe jetzt die Zahlen im Detail nicht im Kopf, aber es ist richtig, dass Schweden immer schon sehr hohen Wasseranteil hatte, was in Deutschland ja auch nicht möglich ist. Wir investieren aber nicht nur in den letzten Jahren, sondern zunehmend in erneuerbare Energien auch auf dem Kontinent. Also ist Vattenfall weltweit der zweitgrößte Offshore-Windkraftbetreiber. Ja. Das zeigt ja schon, dass wir auch auf dem Kontinent, nicht nur in Schweden, sehr stark und zunehmend erneuerbare Energien produzieren. Aber Sie können mir keine grobe Hausnummer nennen, wie viel Prozent erneuerbare Energien zurzeit Vattenfall an Ihrem eigenen Strommix hat. Da müsste ich jetzt nachsehen. Die Zahl habe ich nicht im Kopf. Wie kommt das? Sie sind doch die Pressesprecherin oder zumindest eine? Ich muss nicht jede Zahl im Kopf haben. Oder erwarten Sie das von mir? Nein, ich erwarte nicht, dass Sie jede Frage im Kopf haben, aber so grob wäre es schön. Ich drucke das gerne nach und rufe Sie zurück und sage Ihnen das dann. Damit Sie einen Vergleich haben zum gesamtdeutschen Strommarkt, liegen wir zurzeit etwa bei 25%. Dann kann Vattenfall sich schon mal da so etwas einordnen. Ob Sie da drüber oder da drunter liegen, das werden Sie ja dann nachrecherchieren. Ich bedanke mich für das Gespräch. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.